Auch der Fischotter kehrt in seinen ursprünglichen Lebensraum zurück. Doch er hat von allen Heimkehrern die schlechtesten Karten. In den Schutthalden des Hochgebirges ist er ein seltener Besucher und sorgt daher für Verwunderung unter den Steinböcken in der Steilwand gegenüber. Fischotter nehmen manchmal große Mühen auf sich, um neue Lebensräume zu erschließen. Doch auf den Schneefeldern am Dach Europas ist dieser Otter nur auf der Durchreise. Sein eigentliches Ziel ist ein Fluss im Nachbartal. Besonders anziehend wirken auf den Otter naturbelassene Flussbette mit kleinen Lagunen und seichten Stellen. Wenn die Ufer auch noch großzügig bewachsen sind, kann das den Otter zum Bleiben veranlassen. Solche wilden Flüsse und Bäche sind aber selten geworden in den Alpen. Dennoch konnten sich die Fischotter an einigen Stellen halten. Ob Strom oder Bach, viele Wasserwege wurden reguliert und von betonierten Ufern gezähmt. Staumauern und Fließkraftwerke rauben den Flüssen ihre natürliche Dynamik. Doch der Otter braucht wechselnde Wasserstände und unregelmäßige Ufer. Um einen Fisch zu erwischen, muss er ihn in kleinen Nischen und Höhlen treiben können. Mit unnachahmlicher Eleganz schwebt der Otter durch die reißenden Strömungen. Jeder Ausweichversuch der Beute wird gekonnt pariert. Der Otter war nicht das einzige Opfer der Zivilisation. Was den menschlichen Absichten zuwiderlief, wurde rücksichtslos verfolgt und vertrieben.